Oberlausitz, erneut Straßensperrungen wegen Hochwasser. Erste Sandsackwälle wurden errichtet. Spree erreicht die Hochwasserwarnstufe 2. Amtliche Unwetterwarnung vom 20. Juli vor extrem ergiebigem Dauerregen für den Landkreis Bautzen. Ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst. Bis Freitagnacht hält die ergiebige Dauerregensituation weiter an. Zu den bisher gefallenen Mengen örtlich mehr als 80 Liter pro Quadratmeter von Mittwoch 6 bis Donnerstag 2 Uhr werden weitere 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter, teils auch mehr als 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden erwartet. Innerhalb 48 Stunden sind dann örtlich bis 140 Liter pro Quadratmeter möglich. Diese Eilmeldung dürfte den Einwohnern des Oberlandes wie ein Horrorszenario vorgekommen sein. Schlimme Erinnerungen wurden wach. In der darauf folgenden Nacht zum Donnerstag wurden im Oberland erste Straßen wegen Hochwasser gesperrt. Betroffen war auch die Straße zwischen Rodewitz und Bederwitz. Grund dafür war, dass die Spree die Straße und die Brücke überflutet hatte. In Kuhnewalde kämpften die Kameraden der Feuerwehr an der Baustelle vom Dorfbach gegen die Wassermassen. Sie versuchten mittels Sandsackverbau die anliegenden Wohnhäuser zu schützen. Zahlreiche Keller waren im Oberland auch vollgelaufen. Durch den anhaltenden Regen spitzte sich die Hochwasserlage bedrohlich zu. In Bautzen galt schnell die Hochwasserwarnstufe 3. Die Spree hatte einen Pegel von 3,37 Meter. Die Landestalsperrenverwaltung versuchte vielerorts noch das Hochwasser durch Öffnung von Sperren zu entlasten. Die Anwohner an der Spree in und um Bautzen bangten weiter. Zwar war der Pegel in der Nacht zum 22. Juli nicht weiter gestiegen, aber aus dem Oberland rollte bereits eine weitere Flutwelle auf Bautzen zu. Dort ist der Wasserstand der Spree am Freitagmorgen somit wieder angestiegen. Es hatte jedoch noch keine Evakuierungen gegeben. Die Einsatzkräfte blieben dennoch weiterhin in Bereitschaft. Die am darauffolgenden Wochenende einsetzende Entspannung der Lage sorgte glücklicherweise dafür, dass dieses Mal die noch allseits bekannte Katastrophe ausblieb. Obergurig, Grad kollidiert mit Skoda Superb. Gegen 19 Uhr ereignete sich am 28. Juni auf der Verbindungsstraße zwischen Obergurig und Wilten, im Volksmund als Brenner bezeichnet, ein Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Dieser fuhr mit seinem Grad Yamaha den Berg hinauf von Obergurig nach Wilten. Hier stieß er frontal mit einem Skoda Superb zusammen. Der Gradfahrer kam verletzt ins Klinikum nach Bautzen. Zur Rettung und Unfallaufnahme war die Straße 30 Minuten voll gesperrt. Damit hat die schon immer als Unfallschwerpunkt bekannte Passage wieder einmal ihrem traurigen Ruf alle Ehre gemacht. Die unglaublich enge Straßenführung und vor allem teils weit überhöhte Geschwindigkeiten haben bereits unzähligen Fahrzeugen nicht nur die Rückspiegel gekostet. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land ist eher selten. In Litten gibt es sie jedoch anlässlich des VW-Pfingsttreffens jedes Jahr. Die Burnout-Weltmeisterschaft. Burnout, was genau ist das eigentlich? Frag Wikipedia. Beim Burnout ausbrennen lässt der Fahrer die Räder einer Achse bei gezogener Bremse für die andere Achse durchdrehen. Eingesetzt wird dies vor allem bei Dragster-Rennen, Beschleunigungsrennen. Da die Reifen durchdrehen, erwärmen sie sich, wodurch eine bessere Haftung auf der Straße gewährleistet wird. Des Weiteren werden Burnouts oft als Showeinlage bei Autotreffen, Stuntshows und Rennen gezeigt. Der Burnout ist auf öffentlichen Straßen nicht verboten, nur die damit oft verbundene Geräusch- und Geruchsentwicklung. Beim Burnout wird nicht nur viel Kraftstoff verbraucht, sondern der gesamte Antriebsstrang eines Fahrzeuges unterliegt einer enormen Belastung. Die Reifen verschleißen sehr schnell und sind meist unbrauchbar nach einem Burnout. Getriebe und Antriebswellen sowie sämtliche torsionsbelastete Bauteile erfahren erheblichen Verschleiß. Sogar ein Versagen einzelner oder ganzer Baugruppen ist nicht auszuschließen.
Während eines Burnouts wird aber nicht nur der Antriebsstrang auf die Probe gestellt, ähnlich der Belastung eines Kaltstarts, sondern auch der Motor muss dieser Belastung meist hohe Drehzahlen und damit verbunden hohe Temperaturen ohne ausreichende Kühlung standhalten. Um dieser Belastung standzuhalten, waren dieses Jahr in Litten 12 Teams angetreten, mit dem Ziel, schnellstmöglich 2 Reifen zum Platzen zu bringen. Dies ist jedoch nicht immer so einfach. Bei 8 Teams gab die Technik vorher schon auf und nur 4 Mannschaften kamen ins Finale. Schließlich konnte sich das Team 12-Ender durchsetzen und gewann wie im Vorjahr die WM. Nächstes Jahr muss der Titel dann erneut verteidigt werden. Großpostwitz, tödlicher Motorradunfall am Freitagabend des 25. Juni. Am späten Freitagabend ereignete sich am 25.06. in Großpostwitz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer stieß aus bisher ungeklärten Gründen gegen ein Stahltor. Die Verletzungen waren so schwer, dass dieser an der Unfallstelle verstarb. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In Bischofswerda fand am 24. und 25. Juni 2011 das 4. Guitar Fight Club Festival, der Kampf der Gitarren, statt. Er wurde auf einer Open-Air-Bühne neben dem East Club ausgetragen. Veranstalter war der vor 4 Jahren gegründete Guitar Fight Club. Wie läuft nun der Wettstreit der E-Gitarren? 2 Spieler treten in einer Kategorie gegeneinander an. Es wird abwechselnd gespielt. Eine Jury vergibt Punkte. Das Publikum entscheidet mit, denn umso lauter der Beifall, umso näher rückt der Sieg. Eine weitere derartige Veranstaltung gibt es in Deutschland und Europa nicht, so Norman Reitner. Der Sieger bekam eine handgefertigte Nick Page-Gitarre und 300 Euro. Den Sieg konnte sich dieses Jahr der junge Musiker Lukasz Kulczak aus Polen erspielen. Den knappen 2. Platz belegten Adrian Weiß und der 3. Preis ging an Ralf Scheibe. Bei sommerlichen Temperaturen kam es am Samstag, dem 9. Juli, kurz vor 12 Uhr in Soland an der Spree zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Schluckenauer Straße vor dem Grenzübergang zur Tschechischen Republik kollidierte ein VW Bora mit einem Multicar. Der Aufprall war so stark, dass der Multicar mit der Fahrerseite gegen eine Linde geschleudert wurde. Der Fahrer, 25 Jahre, und der Beifahrer, 55 Jahre, wurden schwer verletzt, da in dem Fahrzeug weder Sicherheitsgurte noch andere Sicherheitseinrichtungen vorhanden waren. Der Fahrer des VW Bora wurde leicht verletzt. Durch die Feuerwehr aus Soland, die mit 5 Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, wurde die Einsatzstelle gesichert und abgesperrt. Auch unterstützten sie den Rettungsdienst bei der Betreuung und Versorgung der Verletzten und ergriffen verkehrsregulierende Maßnahmen. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. 2 Rettungswagen aus Kirschau wurden von einem Rettungswagen aus Bautzen unterstützt. Der Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen und ein Notarzt aus Bautzen sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst waren vor Ort. Die Straße war während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt. Die Grenzgänger, die aus der Tschechei kommend oder in die Tschechei zum Tanken oder Shoppen wollten, hatten dafür allerdings wenig Verständnis. Der Unfall wurde vom Unfalldienst der Polizei Bautzen aufgenommen. We are the Champions. Diese gute alte Rockhymne der Gruppe Queen heißt ja bekanntermaßen übersetzt keineswegs "Wir sind die Champignons". Und die kleinen Kollegen im Bild sind das wiederum auch nicht, also Champignons, sondern Rotkappen oder Roothädel, wie sie hierzulande ausgesprochen werden. Und sie sind in erster Linie folgendes, nämlich sichere Boten dafür, dass sie wieder angefangen hat: die Pilzsaison. Denn schwülwarme und feuchte Bedingungen sind so etwas wie der Hallo-Wachruf fürs Pilzgeflecht, mit der klaren Botschaft: ausbreiten, Früchte tragen, sich finden lassen, gut schmecken. Die 5 auf den Bildern haben diese Botschaft verstanden und sich bestens daran gehalten.
Und sie waren dann doch der Champion auf dem Beilagenteller einer glücklichen Finderin aus dem Oberland. Pilzwetter sei Dank. Soweit zum aktuellen Regio-Journal, zu unserer Nachrichtenreprise der vergangenen Wochen. Ja, wie gesagt, noch haben wir August und Sommerzeit. Eigentlich sollte es sogar Hochsommerzeit sein. Aber der Daumen aller Sonnensüchtigen geht derzeit eher nach unten. Denn was uns da wettertechnisch beschert wird, ja, das lässt schon einige Wünsche offen. Zur Höchstform will der Wettergott einfach nicht auflaufen. Ja, wahrscheinlich nimmt er sich ein Beispiel an der internationalen Finanzkrise und ist dementsprechend nicht besonders gut motiviert. Ich bin jetzt noch hochmotiviert, mal zu schauen, wie es in den kommenden Tagen wettertechnisch ablaufen wird, ob es vielleicht doch nochmal in Richtung der 30-Grad-Marke geht. Ich hoffe und wünsche es Ihnen und sage von dieser Stelle aus Tschüss, bis zur nächsten Sendung.